Ah, wir liegen ganz gut auf der Straße hier. Genau! Wir liegen sehr gut auf der Straße hier! Jawohl! Ich liebe es! Genau, erstmal schön hinten im Kofferraum reinhämmern. Okay, die wird sich drehen, dann wird sie aufgespießt von den ganzen anderen. ja, okay. Ab in See, ab in See, ab in See. Da, 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 da. Herzlich willkommen hier bei Professors Anti-Relax-Sonntag. Ist ja fanatisch von euch, dass ihr schon wieder da seid. Ja, was ist denn hier los? Wo ist denn die Musik geblieben hier? Okay. Street Big Bang Cup. Gut. Den werden wir heute fahren. 5 Rennen. Wird auch ein bisschen länger werden, denke ich mal. Weil diese Rennen sind relativ lang. Ja, 4 Runden sehe ich hier. Oh, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Wir gehen mal kurz raus. Jawohl, denn der Professor hat für euch ein bisschen vorgefahren heute. Wir gehen zum Upgrade-Laden. Wir fahren den Sunray heute wieder. Und wir haben... Achso, ein Tuning habe ich noch gemacht gehabt. Und zwar ging es um das... Profi-Fahrgestell habe ich uns geholt hier. Es hat 4000 gekostet. Und dadurch haben wir Kraft und Gewicht erhöht. Und jetzt kaufen wir noch etwas ganz Wichtiges, was die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen fehlt. Ich hoffe, dass das ein paar unserer Probleme auf der Rennstrecke löst. Also ihr seht jetzt da Nitro 3,8. Das ist schon ein bisschen schwach. Stufe 1, 2, 3. Also Stufe 9. Also von 3,8 auf 9. Und wir können es uns gerade so leisten. Habe ich gut gespart, gell? Wir verlieren natürlich Kraft dadurch. Das Resultat sehen wir jetzt sofort. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet, wenn man da an Kraft verliert, weil Beschleunigung und Endgeschwindigkeit hat sich ja nicht verändert in dem Fall jetzt. Jetzt muss ich erstmal unseren Cup wiederfinden. Da ist er. Richtig, und jetzt starten wir hier. So. Also wünscht mir viel Glück. Ich weiß nicht, wie das hier ausgeht. Wollen wir mal schauen, ob wir nicht was reißen können heute hier. Total brutal. Also theoretisch müsste Nitro jetzt mehr bringen. Da ist ja wieder unser kleiner Pickup hier. Oh, wie er ausweicht, Alter. Da könnte ich platzen, echt. Ist der Wahnsinn. Also ich meine, er hat im Spiegel eindeutig gesehen, dass wir da um die Ecke kommen, gell? Das Geile ist, wenn man ganz in der ersten Runde gleich ganz vorne ist, dann hat man alles Mögliche, was man hier kaputt fahren kann. Das geht so ab, Leute, yeah. Natürlich ist es auch einsam an der Spitze. Da fehlen dann natürlich die Scharmützel von den anderen. Oh, das ist ja ein Landmaschinenhändler. Die Scharmützel mit den anderen. Aber die haben uns jetzt ein bisschen überholt. Wir haben ja 4 Runden Zeit zum Gewinnen. Sofern wir nicht die Bäumchen alle fällen wollen. Da fliegt schon wieder der Traktor durch die Luft. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier einen großen Unterschied spüren mit Nitro. Ich spüre nur, dass ich ständig durch die Luft gewirbelt werde. Da ist noch einer irgendwie reingeraten, sehe ich da auf der Karte. Also, ich wüsste nicht, dass hier in der Vergangenheit immer so viel Wasser hier in den Gräben war. Komisch. Juhu! Oder kriegen wir einfach mehr Nitro? Das kann natürlich sein. Also, das wäre... Ja, klasse. Ab in die Walachei! Also, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt... Wie die Wirkung sich da halt ausübt. Aber ich denke mal, das kann man vielleicht per Google rausfinden. Was lustig wäre, wenn wir jetzt mal aufschießen könnten. Ein bisschen so aufschießen. Ja! Ist geil, wie die Brocken immer in die Luft fliegen. Ich glaube, das ist wieder der Tag der Bäume. Oh, da liegt mitten auf der Straße der Traktor, ey. Brutalo-mäßig. Es ist, also die Strecke habe ich noch nie als so sehr einfach empfunden. Und wie man das Resultat sehen konnte, ich habe hier ja schon mal gefahren, vor längerer Zeit war das. Und da bin ich nur in der Endrunde, also in dem... Oh, shit. Am Ende dieses Cups war ich am Ende Vierter. Leider.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir das heute toppen können, denn irgendwie habe ich so den Eindruck, der Sunray ist einfach nicht... Oh. Ich glaube, der ist einfach nicht das richtige Auto für diese fortgeschrittene... Wie heißt es denn jetzt? Für die fortgeschrittenen Cups hier, gell? Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein viel schnelleres Auto brauchen, aber man kann ja hier nicht viel schneller fahren. Das ist... Kelle. Da vorne sind sie ja. Oh, letzte Runde schon. Aber Moment. Oh Mann, warum lenkt der denn? Ich habe gerade voll ein... Alter! Ich krieg gleich die Krätze hier. Ich habe gerade eben voll Anschlag links gelenkt. Ich weiß nicht, warum der dann den Hügel hochfährt. Vielleicht, weil irgendwie... Bekloppt? Oh Mann, Alter. Dieses Rennen steht unter keinem guten Stern. Aber hier. Kein Problem. Es sind ja noch vier Rennen, die auf uns warten hier. So. Ja, krass hier. Guck mal, wir kriegen so ein paar Scheinchen zugeschustert. Ich gucke jetzt auch nicht nach Upgrades. Das können wir nachher machen, wenn wir ein bisschen Geld gesammelt haben. Ja, diese Desert Scrapyard. Die Strecke kennen wir. Ist aber nur drei Runden diesmal. Vielleicht ist auch besser so. Wenn er nämlich erstmal kaputt ist, dann... Wenn das Auto erstmal kaputt ist, dann kann man ja auch nicht mehr steuern. Das ist ja dann... Oh, wir dürfen als erstes durch die Scheiben fliegen. Ja, geil, ich hab's geahnt. Dass wir dieses Mal genau den Ausgang treffen. Dann werde ich gleich richtig böse hier. Also bei dem Nitro, ich kann da... Also kaum einen Unterschied merken. Es müsste aber mehr als das Doppelte sein. Keine Ahnung, hier ist irgendwie alles so... So ein bisschen komisch. Meine 18.000 Credits ausgegeben für ein Nitro-Tuning. Weg mit den Rädern! Geil, ey. Propeller abfahren. Bäm, Alter. Oh, oh. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass wir auf Abwegen sind. Haben auch schön den Ford Transit gerammt. Hallo? Hallo, Digga, komm, komm. Yeah, schön auf die Straße zurück, gell? Jawoll! Hinter uns bildet sich irgendwie so ein bisschen eine Schlange von Autos. Autos! Da rechts vorbeifahren ist eigentlich besser, weil dann kann man schön, also jetzt nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern man kann dann schön die Kurve einleiten. Ohne das Rennen zu pleiten. Oh Mann. Die Strecke ist ja eigentlich leicht, gell? Aber wie gesagt, also ich habe so das Gefühl, dieser Sunray ist, dieses Auto ist ja toll, aber es ist irgendwie trotz der Tunings immer noch eine Herausforderung, mit diesem Auto zu gewinnen. Letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde. Wer will doch mal werden, Digga? Komm, Digga, komm, du musst das schaffen hier. So, ich muss mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht hier mit Professors Anti-Relax Sonntag. Denn wir werden nicht ewig diese Cups fahren. Oh, ich wusste ganz genau, ey. Warum werde ich denn jetzt hier oben reingebeamt? Das finde ich total frech. Das finde ich so frech jetzt. Naja, werden wir halt Erster. Nee, was soll ich sagen? Also, auf jeden Fall werden wir irgendwann nochmal einen Cup fahren. Und zwar den allerletzten Cup. Sofern der Professor in der Lage ist, so weit zu kommen. Da gibt es ja diese Spezialrennen noch. Und die bilden, glaube ich, das Ende der Fahrerkarriere hier. Und dann, wir haben gewonnen, Digga. Das wird uns jetzt... Da explodiert schon wieder der Kofferraum. Ja, und das wird uns jetzt hier ein kleines bisschen... Oh, wir haben 100 Credits gekriegt. Na, hier kriegen wir auch nochmal Bulldozer-mäßig, ja. Und wir stehen jetzt auf Platz 3. Ein Punkt hinter Jason und Sophia. Tja, und Katie Jackson, wo kriegt die eigentlich immer rum? Immer fünfter Platz hier, ey. Mann, Katie. Du hast da gar nichts drauf außer Zahnbelag. So. Ja, wir stehen ein kleines bisschen unter Zugzwang, aber das ist jetzt hier nicht das Problem. Genau, erstmal schön hinten im Kofferraum reinhämmern. Oh, Katie wird sich drehen. Da wird sie aufgespießt von den ganzen anderen. Ja, Katie, so kann es gehen, gell? Das ist super. Ja, genau. Man steht ja auch ein LKW mitten auf die Rennstrecke, gell? Jawohl, wir sind Siebter!
Gott sei Dank. Oh, da oben hat sich was bewegt. Komisch, aber irgendwie sind wir jetzt doch Erster, oder? Weil hier ist noch alles ganz. Also die Rennstrecke ist eigentlich ganz cool, aber ich habe ja auch schon... Ich habe ja auch schon ganz böse Erfahrungen gemacht. Nee, es sah jetzt so aus, als wären wir hier vorne an vorderster Front. Genau, hier ist das ganze Metall auf der Straße. Komm doch mal raus aus der Scheiße. Alter, hier echt. Vier Runden, ey. Ah, Katie. Steht heute wieder voll unter Beschuss. Ja, so scheiße ist das mit dem Ausweichen. Weichst du aus, fährst du auf eine Wand zu, gell? Ist klar, Chef. So, wir sind Drittplatzierter jetzt. So muss es gehen. Oh, wir liegen ganz gut auf der Straße hier. Genau! Wir liegen sehr gut auf der Straße hier! Jawohl! Ich liebe es. Es kostet ein, zwar jedes Mal so viel Zeit und so viel Möglichkeiten, den Titel zu holen. Oh, oh. Da ist schon wieder Randale angesagt. Guck mal, die anderen Fahrer sind ganz nervös, weil oh, wir sind bestimmt wieder in der Endwertung, sind wir bestimmt wieder Bulldozer, oder? Nein, nicht. Ich wollte so schön in den Kofferraum reinfahren. Jetzt komm doch mal, ey. Ich glaube, das Auto ist schon wieder kaputt. Das muss irgendwie jedes Mal passieren, ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte man die Dinger meiden. Aber wirklich, so Sprungschanzen sollte man vielleicht meiden, weil... Letzte Runde, ey. Kannst du knicken hier. Ja, okay. Ab in See, ab in See, ab in See! Da, 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 da! So eine Scheiße, ich... Das kann echt nicht wahr sein, oder? Wir werden jetzt Vierter, ey. Das muss sich mal reinziehen hier. Schade. Jawohl, genau. Wir wollten ja die Sprungschanze meiden. Das ist das Thema. Sprungschanze meiden. Oh. Ja, Jason Walker, richtig böse, weil wir ihn noch überholt haben. Weil wenn er da eine Kaffeefahrt veranstaltet. Oh, wir müssen unbedingt gucken, dass wir jetzt ein bisschen tunen. Vielleicht können wir noch irgendwas reisen auf die Art. Aber wir sind Platz 2. Sophia und Jason immer noch sehr dicht an uns dran. Beziehungsweise, naja, Sophia ist schon ein Stückchen vor uns. Wenn wir an der Geschwindigkeit oder Fahrverhalten noch ein bisschen was verbessern könnten. Ja, hier haben wir ausgetunt. Haben wir Tuned Schaltung. Ja, die verursacht ja auch Profi-Schaltung. Mhm. Wie viel bringt die denn? 7582. Ja, ein bisschen. 12.000. Ja klar, träum weiter, Alter. Oh, was ein Scheiß hier. 4.000 Credits. Tja, ich würde sagen, wir haben das Geld dafür nicht. Könnten uns höchstens das hier... Ach! Ja, stimmt. Das könnte man natürlich holen hier. Da werden wir niemals hinkommen. Das können wir ja später vielleicht kaufen. Ist egal, ey. Jetzt haben wir besseres Fahrverhalten schon mal. Das ist schon mal viel wert. Dann liegt er vielleicht ein bisschen stabiler auf der Straße. Denn man darf das Fahrverhalten hier in diesem Spiel niemals unterschätzen. Vielleicht werden wir das jetzt sehen. Vielleicht hört doch einfach meine Pechsträhne auf. Ich schiebe euch alle zusammen. Davon ist Katie. Katie! Daneben. Die hat mich kommen sehen, wetten. Oh, Nitro ohne Ende hier. Oh, wir sind voll die Chefs, Alter. Gemütlich um die Kurve fahren. Oh, ist wieder voll Granate durch die Scheibe hier. Ah, jawohl. So wollte ich das sehen hier. Ich bin euer Albtraum. Ah, geil, Alter, ich bin euer Albtraum. Habt ihr das gehört? Ich bin euer Albtraum. La, 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 la. Boah, der Professor, der fliegt ja, der hat ja Flügel am Auto. Ey.
Super, Hecken an der Wand hängst du dann fest und dann holen die anderen dich wieder ein. Schön. Naja gut, die haben jetzt auch erstmal Beschäftigung da hinten mit sich selber. Weg mit der Mülltonne. Jawohl, yeah, weg mit den Kartons. Ganze scheiß Kartonscheiß da. Juhu, Zäunchen da vorne. Jawohl. Perfekte Position und jetzt links um die Ecke. Am besten ist halt, wenn man allgemein bei so Rennspielen, wenn man den Lenkpunkt, den Bremspunkt findet und nach dem Bremsen gleich wieder Gas geben kann und raus beschleunigen kann. Das ist das Allerbeste, was man bei einem Autorennen eigentlich auch haben kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich gestehen, das ist mir eigentlich noch nie so richtig gelungen. Speziell bei der Formel 1 ist das ja ganz, ganz wichtig. Da ist es mir am allerwenigsten gelungen. Aber in dem Rennen hier ist es ja auch so, hier geht es ja auch ein bisschen darum, die ganzen Sachen kaputt zu schroten und nicht hier irgendwie so Formel 1 Kaffeefahrten zu machen. Gott sei Dank habe ich mich nicht dafür entschieden, hier Videos zu machen bei YouTube, wo man mit Formel 1 und so weiter rumfährt. Weil das ist ja so gar nicht meins dann eigentlich. Ich meine, man kann sich ja daran gewöhnen, aber das Problem ist, das ist auch langweilig. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die sowas mögen, aber ich muss ehrlich sagen, hier, ey, ich würde mir 10-mal lieber solche Videos hier angucken, wo man hier so, ey, der überholt mich einfach. Warum ist denn mein Auto so langsam auf einmal, ey? Ey, weg. Du machst dich mal weg. Bleibst mal schön da hinten. Letzte Runde schon. Ich laber und laber, merke gar nicht, dass uns hier die Zeit davonläuft. So, ein bisschen Inventar zerkloppen. Also ein bisschen konzentrieren, dass wir hier durchkommen. Eieiei. Ja, es ist auch so ein bisschen, dass man versucht, ein bisschen vorsichtig zu lenken. Hier zum Beispiel, hier verliert das Fahrzeug sehr an Boden und man fährt ruckzuck die Schräge hoch. Das ist dann auch so ein bisschen kontraproduktiv, ne? Und habt ihr ja mal gesehen in einem meiner Videos, das ist auch im Vorspann zu sehen. Ich weiß nicht mehr, welches es war, schon ein paar Wochen her. Und jedenfalls, da habe ich, das war sehr lustig, da hat er sich wie eine Schraube durch die Luft gedreht, wegen dieser Schräge. Wegen dieser Schräge, ja? Wie eine Schraube durch die Luft gedreht und kam wieder auf die Räder und ich fuhr einfach weiter. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, es war, glaube ich, die Bowling-Folge. Die war es, glaube ich. Bowling, ja. Irgendwas mit Bowling, so habe ich sie genannt. Weil es irgendwie so war vom Gefühl her. Ich entscheide manchmal diese Episoden hier, wie ich die nenne, einfach so nach Gefühl. Also ich sage mir dann, ey, das könnte doch so und so heißen, weil das hat sich so und so abgespielt. Deswegen ist es auch meistens sehr... Wir sind auf Platz 1, Leute. Deswegen ist es auch immer sehr gut, wenn man das sehr zeitnah... Warte mal kurz. Können wir für das Geld noch was holen? Ach, lassen wir. Wenn man das sehr zeitnah schneidet und benennt, dann hat man mich dann direkt auch das Gefühl vom Aufnehmen und weiß... Also so mache ich das halt, gell? Sofern es meine Zeit zulässt. Einfach mal hier beim Jason Walker hier. Einfach mal da reingefahren hier. Genau, und dann das Lenkrad verrissen. Juhu, fliegen. Oh, Katie, die stürzt sich ja richtig ins Geschehen wieder hier. Katie ist heute gut drauf, hä? Heute nichts Schlaftablette, heute Randale. Das ist ja die allererste Strecke, kann das sein? Nee, ist es nicht. Das ist eine andere. Das ist diese andere halt da. Genau. Ah, schon wieder erster hier. Oh, 4 Runden, ey. Bin mal gespannt, ob wir das halten können. Denn unsere Karre ist schon so demoliert, dass dermaßen gar nicht so viel mehr möglich ist. Unser Auspuff guckt schon ganz komisch hinten aus dem Heck raus da. Aber Hauptsache, die Nitroflamme, die brennt noch hier. Das ist ganz besonders wichtig hier. Kleine Hütchen hier, die reißen wir einfach mal ab. Da kennen wir nichts. Das ist uns doch sowas von egal hier. Oh, jetzt kommt wieder... Oh ja, 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 ja. Oh nein. Da kommen sie da alle hier. Oh. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Ey, mach dich von der Straße runter, du Scheißverdammte. Ihr wisst schon, was ich meine. Ups. Also jetzt ist gerade was ganz Komisches eingetreten. Ich hatte so eine Wut ganz kurz. Ich habe einfach... Oh.
Oh nein! Oh Mann! Wir sind erledigt, ey. Nee, was soll ich sagen? Ich hatte gerade so eine Wut, da habe ich vergessen, den Nitro-Knopf loszulassen. Deswegen haben wir die Diesel-Lok gerammt. Oh, da vorne ist ja wieder... Da ist ja Sophia, oder? Das ist doch, glaube ich, die jetzt noch vor uns ist. Ich habe schon wieder vergessen. Also jetzt nicht hier vor uns ist, sondern Magmedir. Sondern die auf der Wertung auf Platz 1 ist, oder? Wenn wir die erledigen würden. Also so gänzlich, dass die sich mal so ein bisschen... Oh, wow, wow, yeah! Oh, wir sind Vierter? Oh, scheiße. Ich denke, als wir sind ja auf einer anderen Strecke, deswegen fahre ich auch manchmal so ein bisschen komisch. Naja, gut, wir kriegen das schon. Also, was auch immer passiert. Okay. War ein bisschen eng, gell? Oh, da vorne ist sie. Wenn wir die überholen, ich glaube, dann könnten wir es schon geschafft haben. Oh, 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 oh. Ja, ja, komm. Ja. Okay. Es ist ja noch eine Runde. Okay. Ja, ich habe gerade gedacht, also ich glaube, man hat es entnehmen können, dass ich gedacht habe, wir hätten schon gewonnen. Naja, gut. Okay, wir fahren einfach mal weiter. Dieser scheiß Stapler da immer. Schön hinter die Büsche versteckt. Hau ab! Oh nein. Oh, sie ist genau hinter uns, Alter. Ich schwing voll die Krise, sie ist genau hinter uns. Das war mir klar. Tja, das sieht jetzt nicht so gut aus. Aber wir haben auch viel erlebt in diesem Cup. Eine Frage hätte ich an euch. War da eigentlich noch ein Rennen danach oder ist es jetzt schon das letzte Rennen? Ich drücke halt auf die Nitro-Taste, es kommt nichts mehr. Das ist das letzte Rennen gewesen. Diesmal haben wir verloren. Wir haben es diesmal nicht geschafft. Okay, zeig mal her. Jawohl, wir sind Zweiter. Wie geil, ey. Ein Punkt zu wenig. Ein Punkt. Ah, Jason Walker. Oh nein. Oh, wie ätzend, ey. Wenn der letzte Einschlag nicht gewesen wäre, oder? Wie ätzend, Alter. Tja, so daher gibt's halt auch, gell? Geil. Also auf jeden Fall, ich habe hier noch was vor, was ich am Vorbereiten bin. Nächsten Sonntag mal schauen, wo wir da fahren. Vielleicht fahren wir nochmal einen Cup. Oder vielleicht gibt es erstmal das. Ich muss aufpassen, dass ich nichts verrate von dem, was ich zeigen werde. Alles klar, hier. Mich sehr gefreut und... Ey, lasst doch gerne ein Abo da und schaut beim nächsten Mal wieder rein, auch bei Arnold Fox in Valheim, denn da geht's jetzt weiter, 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 immer weiter. Yeah, yeah, yeah. Macht's gut hier, schönen Sonntag noch.